Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FTL. Wir sind hier wieder auf The Broccoli, unser Raumschiff. Ich bin der Kai und wir haben gerade einen Hüllenschaden. Wir haben auch sonstige Schäden, aber nicht an dem Raumschiff. Hab bin ich wieder lustig. Und wir schicken mal unsere Leute zurück auf ihre Posten und machen weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hoffentlich einen Store in der Nähe haben, weil sonst sieht das hier ziemlich düster aus. Ja, wir haben, glaube ich, Glück. Hier ist ein Store. Da springen wir auch direkt mal hin. Ja, ich muss mal hier eben meine Lautstärke leiser machen. So. Das klingt doch schon besser. Und wir könnten uns noch Crewmitglieder kaufen. Nö. Nee. Brauchen wir nicht. Oder geht wahrscheinlich auch gar nicht. Wir machen erstmal die Hölle heile, heile. Benzin haben wir eigentlich noch. Wir haben eigentlich von allem noch ziemlich gut und Zeug. Können wir den vielleicht was verkaufen? Brauchen wir eigentlich noch alles? Ich glaube, das war's dann erstmal. Schauen wir mal noch in unser Schiff vielleicht. Können wir noch unsere Waffen erweitern? Nein, gerade so nicht. Vielleicht verkaufen wir ja doch was. Mal gucken, vielleicht haben wir irgendwas Nutzloses, was man verkaufen kann. Nee, das will ich eigentlich nicht loswerden. Na gut, dann müssen wir warten, bis wir wieder was haben. Da ist der Ausgang. Ich würde sagen, wir springen nochmal hier hin. Okay, blau ist, wo wir schon waren. Wir springen nochmal hier hin und schauen mal, was uns da erwartet. Ein großes Asteroidenfeld, na super. Und wir haben nützliche Materialien entdeckt. Wollen wir in das Asteroidenfeld rein? Asteroidenfeld, schwieriges Wort. Rein. Ja, wir brauchen eigentlich Zeug. Oder es ist nicht schlecht, Zeug zu haben. Ja, komm, wir riskieren es mal. Ah, und ein Piratenschiff in den Asteroiden. Mit einer Drohne dabei. Ja, super. Was ist eigentlich mit unseren Schilden? Ach, die haben wir gar nicht oben. Das ändern wir mal schnell. Dann kommt hier mal der Burst Laser auf ihre Waffen. Und los geht's. Burst Laser wieder auf die Waffen. So. Jetzt noch auf die Drohnenkontrolle. Die Artemis-Rakete hat gesessen. Und sie wollen uns jetzt hier ein bisschen bitten aufzuhören, aber wir machen weiter. Und unser Moritz könnte hier mal eben reparieren gehen. Dann hauen wir den hier nochmal in ihre Schilde. Ein Burst Laser rein. Da freuen die sich bestimmt total drüber und dann sind sie auch schon kaputt. Und wir haben ein bisschen mehr bekommen. Vor allem Scrap. So, dann tun wir mal noch hier alle schön zum Reparieren schicken. Oder nur noch. Ja, schicken wir mal nur mich zum Reparieren. Und wie schaut das hier eigentlich aus? Okay, ich kann schon ganz gut. Ich habe schon ganz gut Pilotenskills und reparieren. Können wir auch ganz in Ordnung. Okay, wir müssen hier gucken. Die Asteroiden fliegen hier immer mal wieder eine Runde. Okay, Moritz wieder an den Antrieb. Und da können wir wegspringen und das tun wir jetzt auch schnell. Und so, wenn unsere Schilde wieder da sind, so. Und hier ist noch mal ein Laden. Komm, da fliegen wir doch mal hin. Wir haben wieder ein bisschen Zeug bekommen. Mysteriöse Raumschiffe. Und die haben vielleicht ein bisschen Technologie für uns. Dann machen wir mal wieder die Hülle,
reparieren. Dann machen wir mal wieder die Hülle reparieren. Das war jetzt ein korrekter deutscher Satz. Wir machen hier aber noch einen Waffenslot dran. Dann können wir hier schön unseren Beam anschalten. Aber die Artemis-Raketen behalten wir trotzdem mal. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wir könnten übrigens mal irgendwann noch uns Schilde kaufen. Wo kann man das eigentlich machen? Schilde, hier, 20. Na gut, als nächstes Schilde upgraden. Notiz an mich selbst. Wahrscheinlich vergesse ich es eh wieder. Dann fliegen wir mal doch noch hier hin. Noch, doch, doch, noch. Und was erwartet uns hier? Ein Schiff Sklaven mit Sklavenhändlern. Und sie wollen uns einen Sklaven, einen billigen Sklaven anbieten. Darauf gehen wir nicht ein. Und ich will eigentlich dann ihr Geld haben. Also greifen wir die mal an oder irgendwas. Die werden sich bestimmt erpressen lassen, wenn sie merken, wie supi wir sind. Und außerdem schauen sie schwach aus. Also ich würde sagen, hier gehen wir erstmal auf den Antrieb. Oh. Verdammt, da kommen gerade schön hier die und gehen in das Türensystem. Ja. Dann würde ich sagen, überwältigen wir sie mal. Oder versuchen das zumindest. Oh, verdammt. An die Schilde muss definitiv einer hin. Okay, hier können sowieso nur zwei rein. Oh, jetzt habe ich Moritz an die Schilde geschickt. Moritz soll mal schön an den Antrieb. Und wir haben hier ganz vergessen, alles zu machen. Dann kommen wir hier mal auf die Waffen der Burstlaser. Und Moritz repariert mal hier. Okay, das schaut gerade gar nicht gut aus. Dann gehst du mal in die Krankenstation. Und der hier auch. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Wechsel. Oh, hier brennt es. Und wir haben schon wieder vergessen zu schießen. Mensch, das ist doch. Jetzt schalte ich mal Autofeuer ein. Okay, die haben sich zurückgebeamt. Das finde ich schon mal ganz schön. Dann kann mal der hier da rein. Und Moritz kann mal. Oh, die Sauerstoffversorgung unbedingt reparieren. Bitte sterbt mir nicht weg. Auf die Waffensysteme, beeilt euch. Jawohl, die Waffensysteme sind schon mal unten. Dann kommt mal Jeols noch in die Sensorik. Moritz geht mal hier hin und Gregor kommt mal zum Waffenreparieren. Ach, hier haben wir ja immer noch einen Brand. Wie löschen wir denn den? Am besten, wir machen hier auf, da auf, da auf, da auf, da auf. Okay, sie wollen uns einen Sklaven geben. Das machen wir mal, würde ich sagen. Ich wusste nicht, dass wir noch Crew aufnehmen können. Aber wenn das geht, super. Dann warten wir mal, bis hier das Feuer schön aus ist. Wir hören ja das Geräusch. Okay, das hört sich gut an. Halt vielleicht vorher die Türen zu. Ah, wir haben einen. Was bist du? Ein Vieh?
R heißt King oder S heißt King. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein Sklave gewesen. Was kann King denn? Oder kann man hier irgendwo Ship vielleicht? Ah, Crew, natürlich. King ist ein Mantis. Er kann. Oh, er macht. Nimmt er Doppelschaden oder macht er Doppelschaden? Ich glaube, er macht Doppelschaden. Er kann schneller laufen, aber dafür nicht so gut reparieren. Okay, der hier ist jetzt unser Kämpfer, habe ich gerade festgelegt. Und da klingelt mein Telefon. Super. Das weisen wir mal ab und schalten das mal aus. So, kommt nicht wieder vor. Gut, wie lange haben wir denn? 10 Minuten ungefähr. Perfekt, dann bemannt er jetzt hier gerade die Schilde oder nicht? Naja, egal. Moritz wieder zurück an den Antrieb. Und wo tun wir denn King mal hin? King kann mal. Was macht der? Ja, eigentlich müssen wir mit dem fast irgendwas besetzen, weil der kann ja nicht reparieren. Egal, jetzt hauen wir erstmal alle auf die Krankenstation, dass die auch wirklich hier schön gesund werden. Du auch. Magst nicht. Na gut, dann. Ach, er passt nicht mehr rein jetzt. Natürlich. Dann hauen wir den jetzt einfach mal auch in die Sensorik rein, auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt. Ne, das bringt tatsächlich nichts. Wir können den nur als Kämpfer verwenden. Oder natürlich. Moment. Moritz ist sehr gut im Reparieren. Dann tun wir doch Moritz mal irgendwo auf die Krankenstation und den hier hinter an den Antrieb. Und dann kann Moritz nämlich rumlaufen und reparieren, wenn irgendwas kaputt ist. Dann wird Moritz jetzt unser Bob der Baumeister und auch wenn das jetzt nichts damit zu tun hat. Bob, der Baumeister, repariert doch gar nicht. Was rede ich eigentlich schon wieder? Das ist. Okay, egal. Vielleicht können wir uns hier noch Hülle reparieren lassen. Wir probieren es einfach mal. Zur Not schaffen wir es halt nicht. Ja, doch, schaut gut aus. Wenigstens drei Striche können wir uns voll machen. Und dann können wir auch schon zum Ausgang springen. Aber schnell jetzt. Nicht, dass wir hier noch ernsthafte Probleme bekommen. Also. Wir können Raketen verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Wollen wir wirklich. Wir könnten eigentlich 5 Raketen verkaufen. Ja, komm. Das bringt uns schon mal ein bisschen was und dann kommen wir dem Schild-Upgrade immer näher. Wir könnten schon den Antrieb upgraden. Und die Sensorik. Hier kriegen wir natürlich Informationen über das feindliche Schiff. Das ist auch nicht so schlecht. Gar nicht mal so scheiße, ne? Na gut, dann nächster Sektor. Und ich würde sagen, ich gehe immer hier unten auf die Grafik. Entweder einsichtiges Nebelfeld oder einen von Piraten kontrollierten Sektor. Ich glaube, beim Nebelfeld fallen unsere Schilde aus. Also ich wäre mal für den Piraten kontrollierten Sektor. Und das tun wir jetzt auch. Auch wenn das jetzt vielleicht unser Tod ist. Hier ist eine isolierte Region, bla bla bla. Also die Einleitung. Und jetzt haben wir auch schon die 15 Minuten voll. Das heißt, Part Nummer 3 ist zu Ende und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part, wo wir dann uns aufmachen,
weiter in den Piraten und weiter in den Piratensektor vordringen. Bis dann.